Okay, willkommen zurück bei einem neuen Part Spider-Man 2 von meinem ersten Let's Play. Ich bin Sito und jetzt geht's mit dem Tutorial weiter. Es nervt zwar, aber es muss sein. Bevor ich endgültig was dazu sagen darf und kann. Der Wartewagen. Mache ich gerne. Jetzt wird geklopft, was das Zeug hält. Na, wo sind die denn? Du bleibst hier. Willst du was Cooles sehen? Renn hinter dem letzten Räuber her, indem du sprint beim Laufen gedrückt hältst und halte dann Angriff, wenn du bei ihm bist. Das wird man auch sehen. Spider-Man ist da. Und gehört. Jetzt bringt dem Spielheimbesitzer sein Geld zurück. Du solltest aber auch ruhig mal einen Blick auf seine Spiele werfen. Okay, bringen wir es ihm zurück. Das war's. Also, wenn du ein Spielchen wagen willst, komm einfach vorbei. Das geht aufs Haus. Mach ich doch gerne. Klasse. Mit Back. Die Karte ist echt praktisch. Du kannst darauf Zielmarkierungen und alle möglichen nützlichen Orte sehen. Guck einfach drauf, wenn du dich verirrst. Aber du wirst dich doch nicht verirren, oder? Nein. So, jetzt siehst du eine Zielmarkierung für den Spider. Kauf dir erstmal das Sprungtempo-Upgrade und dann, dann können wir ja weitermachen. Na gut. Einmal um die Ecke aufrufen. Schwungtempo gekauft. Und nun? Achso, Zwischenfrequenz. Ich bin ruhig. In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig. Sieht so aus, als hätte ich auch mein Glück. Hier fängt das beim PC an. Das wird mein Geschenk an die Welt. Unbegrenzte Energie, die Kraft einer Sonne zum Nutzen der Menschheit. Nicht nur die Sonne braucht Kraft. Komm, iss was. Die Welt ist später auch noch da. Ich habe nichts gemacht. Bevor wir weitermachen, solltest du deine Formschritte. Pünktlichkeit ist allererster Anfang. Mach ich ja gleich. Aber erstmal. Der Kurs von Dr. Connors. Ich war so beschäftigt, dass ich ihn glatt vergessen habe. Ah ja. Dr. Connors, nichts wie hinschwingen, zack. Ha. Auf der Karte gibt es rot. Na, das seht ihr schlecht. Weil ich sehe das bei mir. Ich sehe eigentlich immer nur auf Dings. Und da sehe ich auch kaum was. Ich sehe genau das, wie ihr es seht. Also. Ich fasse es nicht. Ich bin so spät dran. Aber ich kann es noch schaffen, wenn ich. Bitte! Gerade jetzt. Und ich war fast da. Entschuldigung, Dr. Kurz. Schon in Ordnung, Peter. Lass.
Sie nicht. Die Brieftasche. Her mit der Brieftasche, sonst passiert was. Ich hab sie. Jetzt aber weg hier. Die Spinne. Wir brauchen wohl mehr Männer. Etwas zu brutal, oder? Zack. Ich finde, das ist das beste Spider-Man. Kann es sein, dass du irgendetwas verwechselst? Da das hier so vor allem beim Schwingen real ist. Der klammert sich da oben nämlich ran. Und wenn ich so mache, kann er nicht mehr schwingen. Weil bei The Amazing Spider-Man ist das so. So viel zu dir. Ich hatte keine Schuhe. Na, wobei ich stehen geblieben, egal. Herr Mühl, die Gangster erstmal. Ja, ich hab sie. Aber nicht lange. Spinsen aktivieren. In diesem Modus bist du schneller als die Gegner. Angriffe schon von weitem kommen. Und sogar deine Moves sind anders und wirkungsvoller. Zack. Hinspringen. Ich bin Spider-Man und heute das Rettungskommando. Tausend Dank für die Rettung. Die Brieftasche, du hast sie. Gott sei Dank. Wortwörtlich. Aktenkoffer trifft's eher. Tut mir leid, darüber will ich nicht sprechen. Na gut. Seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Keine Angst. So. Und die Sprecher sind, muss ich sagen, sind bei Nebenmissionen und so weiter dieselben. Immer. Als Mann und Frau. Und mit wenig Synchronsprechern und wenig Geld, denke ich mal, haben sie dieses Spiel gemacht und ich finde das ein grafisch eher schwaches und Synchron auch nicht so. Aber vom Spielspaß her macht es richtig Spaß. Nur die ersten Missionen Dr. und so, Carlos. Naja, zum Eingewöhnen. Es tut mir leid, dass ich nicht im Kurs... Ich wollte, aber... Peter, bahnen Sie sich die Entschuldigung. Sie haben zwar das Zeug zum Wissenschaftler, aber Ihre Zensuren werden immer schlechter. Sie verpassen die Hälfte. Und wenn Sie mal da sind, schlafen Sie auf dem Stuhl ein. Ja, Dr. Connors. Ich verstehe. Haben Sie schon mit der Arbeit über Dr. Octavius begonnen? Er ist ein guter Freund von mir. Sie sollten wissen, worüber Sie schreiben. Nun, ich habe schon daran gedacht. Denken ist nicht Ihr Problem. Aber die Arbeit schreibt sich nicht von selbst, Peter. Wenn Sie sich nicht endlich am Riemen reißen, werden Sie diesen Kurs auf keinen Fall schaffen. Ja, Dr. Connors, ich reiß mich am Riemen. Versprochen. Das hoffe ich. Wir sehen uns in der Stunde. Na. Armer Peter. Jetzt wäre guter Zeitpunkt, um deine Aufgabenliste anzusehen. Sie zeigt dir, was du machst. Der weiße Punkt da auf deiner Karte sowie die weiße Zielmarkierung deuten beide zum Pizzabahnhof. Da musst du irgendwann hin, aber nur keine Hektik. Gut, keine Hektik. Wenn er jetzt mal aufhört zu labern, kann ich in Ruhe sprechen. Ah, so. Er hat aufgehört zu labern. Ja. Wie schon gesagt, Open World. Ein richtig geiles Spiel. Mit versteckten Verstecken von Gaunern. Über diese grünen Punkte da nehmen. Nebenmissionen, also Taschendiebstahl, Roboter besiegen später. Und natürlich die Hauptmission, man kann sich frei entscheiden. Ich denke mal, das ist das die erste Verfilmung, die wirklich als Open World ausgelegt ist. Und
Ja, bei neueren Spider-Man-Spielen ist ja so, genauso wie bei Spider-Man 1, wer es gespielt hat, storymäßig ja gut. Spider-Man 1 war storymäßig scheiße, auch von der Steuerung her. Da kann man nach ganz oben schwingen und nichts und der schwingt trotzdem weiter, auch wenn da nichts ist. Hier haben, hat Activision oder der Publisher, ist ja der Publisher eigentlich, na, das so, so gemacht, dass die das machen, im anderen, im neueren nicht. Und jetzt sind wir gerade im Versteck reingegangen. Da kriegt man dann auch so einen Erfolg für, sozusagen. Ich weiß zwar nicht, was man da bekommt, aber hier bekommt man so eine Münze. 1 von 37 Verstecken. 36 habe ich gefunden. Im fertigen Spiel. Jetzt weiß ich, wo ich Nummer 37 finde. Jo, und ich denke mal, wir sehen uns noch ein bisschen. Zu spät. Ich habe Harry und MJ versprochen, dass ich sie heute Abend treffe. Ah, ich wollte gerade sagen, wir machen eine Nebenmission. Egal, setzen wir uns an der Storyboard. Und schwingen uns gemütlich dorthin. Wer will denn nicht einmal Spider-Man sein? Oh. Und an der Wand entlang krabbeln. Laufen, springen, laufen, springen. Wand hoch. Nachts seht ihr besser. So auch mein Fazit. Naja, größer machen geht schlecht, aber größer geht's nicht. Nun seht ihr ja nichts. Auch wenn da jetzt schon ein großer Teil des Bildschirms fehlt. Na komm schon, zack, zack und zack. Da drüben muss das sein. Hep. 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 Oh, ich bin schon glatt drüber. Wir machen nächstes Mal weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und schaltet wieder ein.